Wenn uns Game of Thrones irgendwas beigebracht hat, dann doch, dass jeder Charakter jederzeit und vor allem durch jedes gewöhnliche Schwert sterben kann. Trotzdem gibt es schon einige besondere Schwerter, die in Game of Thrones eine wesentlich wichtigere Rolle spielen und auch bei etwaigen Gegnern für ordentlich Respekt sorgen. Übrigens ganz ähnlich wie bei der Herr der Ringe. Und eines dieser besonderen Schwerter zeige ich euch heute mal. Und zwar Longclaw, das Schwert von Jon Snow. Das Wichtigste zuerst, man sieht bei dem Schwert auf den ersten Blick, dass es eine detailgetreue Nachbildung aus der HBO-Serie ist und das ist natürlich auch offiziell von HBO lizenziert. Und man sieht das natürlich vor allem am Knauf, was natürlich der Schattenwolf von Jon Snow ist, dem Wappentier der Starks. Der Griff besteht komplett aus Metall, ist aber hier mit Leder umwickelt. Das Bastardschwert hat eine Gesamtlänge von 115 cm und die Klinge allein ist 88 cm lang und besteht aus rostfreiem, ungeschliffenem Stahl, das heißt, es ist nicht scharf. Dafür hat aber auch ein sehr ordentliches Gewicht von knapp 2 Kilo oder wenn ihr es genau wissen wollt, von 1,98 Kilo und liegt wirklich sehr angenehm in der Hand, eine angenehme Schwere. Aber bevor ihr euch jetzt damit in den Kampf gegen die White Walker begebt, das Ganze ist ein Dekoschwert und hat eine Sollbruchstelle, das heißt, es ist nicht kampftauglich. Damit das Schwert an der Wand auch richtig gut aussieht, wird eine Wandhalterung mitgeliefert und zwar ist die aus Echtholz. Das Ganze ist ganz passend zur Nachtwache in schlichtem Schwarz gehalten und da ist auch nochmal der Schwur der Nachtwache in Englisch aufgedruckt. Und natürlich wird auch alles, was man braucht, mitgeliefert. Das heißt, man hat hier noch die Knaufe, wo das Schwert dann nachher draufgehangen wird und auch Schrauben und Dübel für die Wand sind mit dabei. Und es ist jetzt rein subjektiv, aber ich persönlich finde tatsächlich, dass es die schönste Wandhalterung von allen Replikschwertern, die ich je gesehen habe. Damit ihr euch wirklich sicher sein könnt, dass ihr ein offiziell lizenziertes Schwert bekommt, ist auch ein Echtheitszertifikat mit dabei. Das ist auch sehr schön gestaltet. Es sieht halt nicht nach einem normalen weißen Zettel aus, sondern mehr wie Pergament aus der Welt von Game of Thrones. Und hier stehen dann nochmal ein paar Infos zum Schwert an sich drauf, zur Geschichte. Und was ich ganz schön finde, es hat auch eine durchlaufende Nummerierung. Warum aber ist Longclaw eigentlich ein besonderes Schwert? Die wichtigste Tatsache ist auf jeden Fall, dass es aus valyrischem Stahl besteht und dadurch eine besonders hohe Qualität hat und deswegen beispielsweise stärker, fester, aber auch leichter ist als normaler Stahl. Aber das Wichtigste ist, dass es in Westeros nur noch eine Handvoll Klingen gibt, die aus valyrischem Stahl bestehen. Und deswegen ist es ein unfassbar seltener und dadurch auch wertvoller Schatz. Und umso schöner ist die Geschichte, wie es überhaupt in die Hände von Jon Snow gefallen ist. Weil eigentlich gehört das Schwert gar nicht der Familie Stark, sondern der Familie Mormont, wo es 500 Jahre lang von Generation zu Generation weitergereicht wurde. Und als letztes hatte es halt der Lord Commander der Nachtwache, der Jeor Mormont, und der hat es Jon Snow vermacht, nachdem dieser ihn von den White Walkern gerettet hat, beziehungsweise von einem White Walker. Und das ist eine riesengroße Geste, wenn man bedenkt, wie wertvoll das Schwert eigentlich ist. Umso mehr, weil er ja den Knauf verändert hat. Das war vorher ein Bär und das wurde dann angepasst an einen Schattenwolf. Genauer eigentlich an Ghost, den Schattenwolf von Jon Snow. Und das ist doch eine Wahnsinnsgeste, weil dadurch geht das Schwert quasi offiziell in den Besitz der Familie Stark. Finde ich unglaublich spannend, eine richtig schöne Geschichte. Und insgesamt ist das überhaupt ein hochspannendes Schwert mit einer richtig bewegten Geschichte. Und es kann sehr viel und hoffentlich hat es auch noch eine glorreiche Zukunft vor sich.